nehme jetzt hier Only ab, aber weißt du? Ja. Hallo und herzlich willkommen. Wenn du hier dran bist, natürlich Laura. Ja. Tossi, Omi und Senora. Niki, Laura. Mama. Laura. Die Mutter. Oh mein Gott! Ey, Leute, Alter! Was ist passiert? Wir sind ja so hoch geklettert, ne? Ja. Fickt euch. Ja. Und ja, deswegen gehen wir jetzt rein in Only Up. Only Up ja gerade absolut im Trend. Absolut im Trend. Ich krieg keinen hoch. Also ich kann ihn nicht oben halten. Er ist immer... Ich freue mich. Oh mein Gott, die Sensitivity ist out of control. Oh, die Sun, ne? Die Sun, wie sie aussieht. Also man fängt wirklich auf dem Boden an, ja? Also ich habe tatsächlich, wie ich jetzt überhaupt auf das Spiel gekommen bin. Erstmal, auf Twitch spielt das ja jetzt gerade jede Nase. Und ich habe das auf TikTok gesehen. Und ich weiß, es gibt hier zum Beispiel diese Betten und dann macht's... Kann man da auch höher? Nee. Gibt es bessere Betten als andere Betten oder gibt es nur diese Betten? Alter, die Sonne blendet mein Gesicht. Also man soll schon hier direkt, Leertaste ist Klettern. Ist eines der ersten Spiele, wo ich direkt, Was ist die Story von dem Spiel? Warum sind die Leute, was ist bei denen? Sind das hier, wo sind wir hier? Ist das hier, welche City ist das? Ist das hier Brasilien oder sind wir hier, in welcher Stadt? Also Brasilien ist keine Stadt, bevor ich... So, guck mal hier. Ah, hier ist direkt so ein Baitbett. Hä, hey, wieso hört's auf? Always repeat. We learn from our mistakes. So, ja. Also ich habe so ein Spiel ja schon mal gespielt. Ich habe ja schon mal Getting Over It gespielt. Und es ist ja noch ein bisschen Alt-F4 mit drin. Vielleicht hast du es geschafft. Also wir sind ja schon recht hoch. Mir hat dir zum Beispiel ein Kumpel von mir erzählt, der gute Knüppelpaste. Der hat mir erzählt, er kann das Spiel nicht spielen wegen Höhenangst. In Computerspielen. So, hier kann man richtig schön scheißen gehen. Das ist auch geil. Ja, wo sind wir hier? Kann man auch auf dem Mond? Oh, man kann sprinten. Aber sprinten ist, glaube ich, ein Bait auch, ne? Gut, jetzt sind wir vom ersten Rätsel, ne? Wir sind ja eigentlich schon, also eigentlich sind wir schon sehr hoch. Wir könnten jetzt hier an der Stelle abbrechen. Ist das ein Spiel, wo man auch sein Gehirn braucht? Weil dann wird es kritisch ganz schnell. Ich muss auch sagen, die Perspektive ist ein bisschen weird, weil es nicht so genau hinter dem Dude ist. Wir nennen ihn jetzt mal Martin. Ja. Immer der Nase nach, ne? Oh, auch hier sind wir natürlich... Hä, wir haben es doch schon fast geschafft, oder nicht? Halt Schnauzen, ne? So. Na? Spring! Oh! Saved! Das ist noch gar nicht hoch, aber mein Puls ist gerade so hoch und runter gleichzeitig. Also das ist schon... Wir gehen jetzt hier Step by Step. Das Ding ist... Oh, schon wieder fast abgerutscht da. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich hier wieder hinkomme, ne? Weil das war jetzt ja mehr Glück als Verstand. Es gibt ja auch keinen Speicherpunkt, ne? Wie speichert man in dem Spiel? Gar nicht. Also diese Rohre nerven. Aber führt mehr als ein Weg nach Rom? Oder ist das gerade basically... schon der einzige Weg, den ich gehen kann. Aber die Häuser da hinten, die bringen wir an. Ich hab... Jetzt habe ich Höhenangst. Ach du Scheiße. Wisst ihr, was ein ganz unangenehmer Schmerz ist, wenn du mit einer Faust auf die Nase bekommst? Das ist super unangenehm. Oh, ja. Also wir machen hier einen ganz, ganz ruhigen Johnny, ne? Wir müssen nach oben schauen. Wir müssen schauen, dass wir einfach immer weiter, immer höher. Die Sonne blendet mich. There is something strange going on with this world. Alter, so sieht man ja gar nichts mehr von mir. So, oh. So, hier ist ein Bett. Also ich glaube, die Betten sind insofern auch als Bait so, oh, hier kann ich bestimmt speichern. Und dann kann man da gar nicht speichern. Betten sind abgehört, damit du schneller vorankommst. Ja, aber Betten sind noch für dumme Leute. The railroad was opened here 120 years ago. Aha. My grandfather worked here. I often went to see him. My grandfather worked here for 60 years and then he died. Oha, heftige Story. Also, man versucht... Das habe ich schon mal irgendwo gesehen bei irgendjemandem im Stream. Ich glaube, bei Matteo. So. Ich habe auch schon gesehen, es gibt so Speedrunner, aber da müssen wir... Da halten wir uns mal schön raus. So, klasse. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft. Ach, nee. Alter, das geht ja wirklich noch recht hoch, ne? Wie viel Prozent haben wir jetzt so? 5? 1 bis 2? Also ich werde jetzt Folgendes tun, ohne in den Chat zu schauen. Ich werde jetzt sprinten, ich werde springen und dann werde ich heulen. In der Konstellation. Girolimo!
Oh mein Gott. Also mein altes Herz schafft das nicht mehr. Ich wollte heulen, weil ich dachte, ich falle da jetzt auf die... Also die Rohre sind ja auch schon recht weit weg, ne? Kann nur mit Soundlock auf 20% schauen. Naja, aber zu Hause. Wenn ich zu Hause streame, dann bin ich halt eher im Chill-Modus, so, ne? Aber hier im Studio, da kann man auch schon mal ein... Ich glaube, das ist halt wieder so, überlegst dir gut, was du machst, mäßig. Aber ich sehe jetzt hier erstmal keine Gefahr. Benjamin! Hey! Benjamin! Benjamin! Ihr mit Otto ein bisschen Zuckerstücke fressen, aber halt die Fresse! So, Benjamin, du kleiner Elefant. Halt dein Maul, sonst hau ich dir... Das, ist das Thomas? Soll das Thomas die Lokomotiv sein? Sieht von den Farben so ein bisschen so... Wenn ich rechte Maustaste drücke... So! Also Sprinten macht schon Spaß in dem Spiel. Wo willst du denn hin? Kleines Kind! Oh, es tut mir so leid, dass ich immer so, aber ich bin wirklich nervös. Weil ich will das jetzt Second Try, First Try, Second Try schaffen. Aber wir gehen jetzt hier erstmal hoch und dann schauen wir, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen höher kommen. Manchmal wollen wir noch ein Slow. So. Ja, wir machen das auch nicht nochmal. Weltrekord liegt bei 24 Minuten? Oh nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Dann brauche ich ja 3 Stunden hier. Alter, wie hoch geht die Scheiße? So, was ist hier? Achso, er sagt jetzt hier lang. My father worked here as a driller, and he always smelled of fuel oil. I was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me, but that's in the past. Hä? Was ist das für eine Story? Sie erzählt, dass ihre Eltern, also ihr Vater war übelster Alkoholiker und hat die Mutter und das Kind verprügelt. Und dann kommt hier, du Bastard, du wirst nicht nach oben schaffen. Hä? Also ist natürlich traurig. Ja! Okay, wir haben es geschafft. Mein Gehirn verabschiedet sich gerade schon komplett, ne? mein Gehirn ist einfach schon in einem ganz anderen Kontinent, also anderer Planet. Okay, lauf, na, na, na. Ein bisschen höher, das war knappi, schnappi. Es passiert basically nichts, aber es passiert so viel. Wirklich, also rein optisch, aber in meinem Kopf, in meinem Körper, da passiert alles gerade, ne? Ja! Oh, nicht zu weit, Mann! Ach du Kacke. Also diese Rohre immer. Some say that soon no one will need oil, but it is unlikely to happen sooner than in 20 to 30 years. And meanwhile, oil is still a resource that people kill for. Also das Spiel macht ein bisschen depressiv. Also es ist ja alles true, aber es sind sehr, sehr traurige Geschichten, die hiermit erzählt werden. Es soll euch zum Nachdenken anregen. Und nicht einfach nur... Immer höher, immer weiter, immer mehr in der Welt nach Öl bohren, Digga. Sondern auch mal nach unten schauen, wie es den Leuten da unten so geht, weißt du? Und deswegen, tu mal ein bisschen nachdenken, in deinem Kopf drin. Tu mal ein bisschen dich umschauen, links und rechts, Tellerrand, rüberschauen. Was hat er auf dem Teller? Will ich auch essen. Danke. Kein Problem. Ich weiß nicht mal, ob ich hier hin soll. Hä, wohin? Ich muss auf das Ölrig. Da hinten, ne? Oder was? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, Schüsch Kebab, ich wäre fast runtergeplumpst. Es kann jede Sekunde vorbei sein, Bruder. Turn around. Ehre in meinen Arsch hinein. Nein. Turn around. Nein. Oh Mann. Egal, wir schaffen es nicht. Ja. Das ist jetzt richtig Ja, aber weißt du, und dann machst du halt die Flüchtigkeitsfehler, weil dann denkst du dir, ja, haben wir hier alles schon gesehen. Lass mal hier Speedrun machen, ne? Wir sprinten hier kurz durch, schnell über die Rohre hier, zack, zack. Und dann passiert so eine Scheiße! Da will man einmal cool sein in seinem Leben! Man fühlt sich auch mächtig, wenn man hier durchkommt. Und man sprintet hier so durch, weißt? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Nein, warum? Oh.
Es war, also wirklich, es gibt ja bestimmt Leute, die würden jetzt hier absichtlich, oh, ich spring mal runter. Aber ich bin ja schon gefallen. Ich war ja vorher schon weit unten. Jetzt muss ich den ganzen Krempel normal machen. Ehre in den Arm. Ein wichtiger Punkt dieses Spiels ist, ungeduldig sein ist scheiße! But don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Warum läufst du da lang? Es gibt doch eine Lore. Was für Lore? Digga, jetzt kommt sie hier um die Ecke und kackt mir in den Chat. Weißt du, wie ich meine? Ey, ich habe dieses Spiel vor einer Stunde gestartet. Als ob ich... Das Einzige, was ich über das Spiel weiß, ist, dass der Vater ein Alkoholiker ist und die Frau und das Kind geschlagen hat. Mehr weiß ich über das Spiel leider bisher nicht. Es tut mir leid. My fire, the one. Die... Desire, believer. When I say that I want it that way, tell me why. Aber so ein bisschen. So ein bisschen! Oh, haben wir noch gesaved. Alles gut. Ey, beruhigt euch. Beruhigt euch! Desire, believer. When I say... Tell me why. So. Tell me... Oh, alala, long. Also, ich... Ja, ich fühle das Spiel komplett. Mein ganzer Körper arbeitet mit. Schon... Nice Stein hier. Sag ich mal! Nein, warum? Oh mein Gott, okay, wo sind wir? Scheiße! Wir sind cool! Alles gut, ey, entspannt euch. Ich dachte gerade, ich springe schon wieder zu weit. Irgendwann später. Egal, egal, wir sind drauf! Wir sind drauf! Ehre in den Chat! Ehre in den Chat, wir haben's. Ja, gut. Und das ist jetzt unser höchster Punkt. Hier waren wir. Oh! Ja. Ja! Oh, wir hätten einfach ein bisschen nachdenken müssen. Hallo, Weihnachtsmann. Absoluter Kuschinski-Rekord bis hier. Da, mehr höher haben wir es noch nicht geschafft. Ja, okay, jetzt ist hier alles zugequalmt oder was? Mach ich ganz schnell. Oh mein Goodness! Verstärkt sich nämlich. Erschrocken, Alter. Wenn ich jetzt runtergefallen wäre deswegen, dann hätte ich den reingezerrt und den hier so ein... Ne, irgendwas, ich hätte im Wege. Jetzt springen wir. Einfach ohne Ankündigung, wir sind drauf, kein Problem. Thema erledigt. Thema erledigt, wir sind safe. Ja. Oh, die Leiter hoch. Zed Blaze und Mr. White Zed, thank you for the subs. I love the subs on twitch.tv/Kalle. Very nice to sub on my channel. Likey. Alter, mein Gehirn zersetzt sich gerade. Ich sag's, wie es ist. Ja! Gut. Es ist thematisch auch ein bisschen aufgebaut hier alles, ne? Jetzt sind wir in der Fabrik. Aber nee, ist ja immer noch diese Mine oder nee, eben von die Fresh-Armies da, die Fresh-Crash. Birth, Kindergarten, School, Army, Institute, Factory, Death. Hello, Kinfolk. Es macht depressiv, also es macht betroffen. Da ist ein Bett, ja. Und da kann ich wahrscheinlich darauf und dann dahin, ne? Aber den Scheiß gebe ich mir nicht. Oh, das war close. Puh. Ja, das Leben ist kein Ponyhof, weißt du? Alter, ist das hier Breaking Bad? Breaking Bad, weil die Betten, ne? Ja. Nein, 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 nein! Immerhin kommt die Kackmucke nicht. Och, Mann, ich realisiere jetzt erst, dass ich wieder gleich über diese kackrunde Scheiße da muss. Ja, und das ist erstmal wieder alles gut, alles gut. Okay, jetzt ist wieder Kindergarten. So, und ihr wollt, dass ich dieses Bett benutze, aber das ist wirklich Selbstmord. Das haben wir auch schon. Wir haben ja das hier, das schaffen wir ja. Das hier ist ja überhaupt kein Thema. Das ist auch nicht knapp und gar nichts. So, und der Jump, den wir jetzt eben nicht geschafft haben, der kommt ja basically jetzt schon. Easy. Hä, voll einfach. Hä, und jetzt ist hier eine U-Bahn. Mit der können wir doch bestimmt fahren, oder? Als ob ich nicht damit fahren kann. Hä, wohin? Ach, hier in die Röhre. Oh, da sind Lullabongs. Hä, das ist hier von diesem Film. Oben.
Noch nie hat ein Kalle es weiter geschafft als bis hier. So, und das verstehe ich nicht. Warum ist da so eine Baustelle und die Autos in der Luft? Das ergibt ja null Sinn. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch einfach. Vielleicht kommen wir jetzt einfach durch. Jetzt werden wir wieder übermütig. Übermütig. Ja, übermutig. Übermütig? Ich fahre hier rüber. Ja. Okay. Ist schon Ende gewesen eigentlich? Hätte ich noch weiterfahren können? Nee. Klasse. Ja. Ja, okay, ja. Fährt das jetzt wieder weg? Nein. Ja. Ho! Ey! Halt deine Fresse! Doch ich scheiß mir die Hose einfach nur voll. Also mach die Mucke auf! Danke. Und jetzt. Oh, Chiwenya, Mama Nichiwada. Wohin mit meinem Leben? Also da ist das Haus und dann ist da so ein Ding und dann ist ein Kran. What a person really needs is not a state of peace, but the striving. Halt doch die Schnauze, warum redest du mit mir? Mann, laber mich doch nicht voll! Ain't nobody. So, da kann ich auch lang. Eine Drohne? Oder was? Oh, was ist das? Was macht die mit mir? Pass auf, das sind die Dinger! Pass auf! Ah! Ich dachte, das haut mich jetzt weg. Hä, wohin? Komm zurück! Geh nach oben! Warum fährt die runter? Ey, das ist ja übelst der Bait. Die Frage ist wo, weil wir wollen eh zu dem Haus. Wir können es nochmal probieren und wir können irgendwie versuchen. Ich versuch's jetzt nochmal. Let's try again. Ey, was? Wieso bin ich denn da runtergefallen?